Hallo und herzlich willkommen zu diesem Orakel hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, heute haben wir das Orakel zwischen Bayern München und SC Sevilla im Finale des UEFA Supercups. Ja, heute Abend, ich glaube 21 Uhr ist das Spiel. Tipp wäre ein 3:1 für die Bayern natürlich. Und eins noch, ich habe leider hier die alten Teams noch. Ich habe zwar versucht zu bearbeiten, aber ja. Spieler im Fokus, Lewandowski und Ocampos, okay. Ah ja, Lewandowski, der beste Stürmer der Welt. Thiago und so habe ich aus dem Team geschmissen, also auf die andere Bank da, nicht auf die Reserve, sondern, ja, ihr wisst Bescheid. So, hier wird nochmal Shake Hands. Alles ohne Corona. Die Zuschauer sind hier im Stadion. Ich denke mal, es wird mit wenigen Zuschauern stattfinden, das Spiel. So, die Fans warten begeistert, bis das Spiel beginnt. So, hier nochmal die Aufstellung. Davies, Alaba, Süle, Pavard. Coman, Goretzka, Kimmich, Gnabry im Mittelfeld. Und Müller hinter dem Lewandowski. So, denke ich mal, werden sie starten. Anstatt Coman, denke ich mal, wird Sané spielen. So, hier. Wer spielt denn hier alles? Ja, hier fehlen jetzt auch ein paar Spieler. Und zwar Rakitic ist ja gewechselt. Simon Kjær ist zu Sevilla gewechselt. So, und wir starten jetzt in das Spiel hinein. Ich habe, glaube ich, vergessen, die Dings auf Legende oder irgendwas zu stellen. Ich weiß jetzt gar nicht, auf was ich spiele. Ich möchte auch nicht gucken. Ach, egal. Ich starte jetzt einfach durch hier. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie das Spiel ausgehen wird. Das war nicht so gut. Und ja. Also, der erste Spieltag für die Bayern war ja perfekt. 8:0 gegen Schalke 08. Und ja, das 1:0 durch Thomas Müller. Der durch Hansi Flick ja wieder wie ausgewechselt ist. Bei Kovac war er ja eigentlich schon so gut wie aussortiert. Gut, dass Kovac weg ist. Sonst wäre er wahrscheinlich jetzt weg. Woanders. Im anderen Verein. Anderen Liga. So bleibt er uns noch erhalten. Der Müller. So, das war das 1:0. Ich glaube, ich habe hier auf Amateur oder irgendwas. Aber ich habe auch keinen Bock mehr hier neu aufzunehmen. Tut mir echt leid. Im nächsten Orakel tue ich wieder. Denke ich wieder dran. So, hier. Neuer. Übel habe ich leider auch noch nicht im Team. Ich bin froh, wenn das neue FIFA raus ist. Und hier wieder zu Lewandowski. Lewandowski. Alleine gegen alle. Und er schießt. Ach, und der Torwart hat leider gehalten. Ja. Und es gibt eine Ecke. Die führt hier Kimmich aus. Schön in die Mitte und. Oh! Oh! Müller hätte beinahe das 2:0 gemacht. Und nochmal. Und. Ah, der Torwart ist einfach zu gut. Leon Goretzka hat es hier gemacht. Per Kopf. Schade. Und er ist abseits gewesen sogar. Ach, so ein Mist. Ja, also ich hoffe, dass Bayern Sevilla rasieren wird. Also, ich habe Sevilla nicht so im Blick, wie die in der Liga stehen. Ich könnte zwar jetzt gucken, aber ich muss mich konzentrieren, ja. Auch wenn ich hier vielleicht auf Anfänger oder, ne, Anfänger wird es wahrscheinlich nicht sein, aber Kimmich. Ach, schade, schade.
Ja, jetzt haben wir ja durch die neuen Rückennummern wieder die 7 und die 10 vorne drin, wie Robben und Ribéry. Jetzt haben wir Sané und Gnabry als. Oh, wer ist hier verletzt? Müller. Aber ich glaube, der wird sich wieder fangen. Wenn nicht, muss ich ihn auswechseln. So, hier haben wir Süle, der ist ja auch wieder dabei, Gott sei Dank. Obwohl Boateng ja richtig stark ist in letzter Zeit. Ansonsten, ich weiß auch nicht. Alaba ist doch gesetzt in der Innenverteidigung, wenn der bleiben sollte bei Bayern. Müsste ja einer erst zugucken. Und das wäre natürlich nicht so schön. Ah, Müller hat immer hier noch Verletzungen. Ich glaube, ich muss mal gucken. Ich glaube, Müller ist verletzt. Ja. Da muss ich leider Müller auswechseln. Ne? Wen holen wir denn da? Holen wir Tolisso? Tolisso oder Zuckze? Zuckze? Ich hole hier Tolisso. Zack. Und weiter geht's. Schade, dass Müller hier jetzt verletzt ausfällt. Direkt das erste Tor gemacht und dann direkt verletzt hier. Schade, schade. Oh, erste große Chance für Sevilla. Ja, und dann am Sonntag gegen Hoffenheim. Da will ich mal gucken, ob ich da wieder mit Karten an orakele oder ob ich mit FIFA hier orakel. Wenn ihr einen Wunsch habt, wie ich es orakeln soll, könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Also wenn ihr es mit FIFA besser lieber wollt als mit ja, mit Karten. Oder es gibt ja jetzt die neuen Sticker hier von Bundesliga, von Tops. Da müsste ich mal erstmal welche besorgen. So, hier Pavard, Pavard. Macht einen hier auf Stürmi in Pro Clubs. Ja, Pro Clubs kam auch schon lange nicht mehr. Ich weiß. Aber ja, ich hatte halt, ja, jetzt kann ich es ja sagen, ich hatte wieder Probleme gehabt mit meiner Haut. Deshalb kamen auch keine Videos. Ich möchte euch ja das nicht antun, dass ihr das seht, was ich habe. Obwohl es ja eigentlich eine Krankheit ist, wo nicht ansteckend oder nicht schlimm ist, aber es sieht halt nicht so schön aus, wenn der ganze Körper damit bedeckt ist. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Was machen die denn da? Alter. Das war schlecht von mir. Und das war schlecht von denen. Der war ja mal richtig daneben. Ohne Abstoß durch Neuer. So. Deswegen kommen hier jetzt wieder Videos. Ja. OP macht ja schon. Macht ja wieder Videos hier für Stürmi und OP. Ich muss mal gucken, dass ich auch mal wieder welche mache. Ich dachte, der Kanal wäre tot, aber anscheinend will Julian den wieder reaktivieren. Oh, 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 oh. Ach, guck mal hier. Pavard rettet den Ball. Und aus. Jawohlski. So, die erste Halbzeit ist ja gleich schon vorbei hier. Der FIFA 21 kommt ja auch jetzt bald raus. Da freue ich mich schon drauf. Ich muss gucken, ob ich es direkt am Anfang kaufen kann oder mir über Dings hier hole. Über die PlayStation. Ich weiß es noch nicht. Im Moment sieht es ein bisschen enger aus mit meiner Kohle. Also was heißt eng? Ich muss ein bisschen gucken. Also holen tue ich es mir auf jeden Fall. FIFA ist ja logisch, logisch.
Ich glaube, ich habe fast alle Teile, sage ich mal. Ich glaube, von FIFA 12 bis jetzt habe ich sie alle. Die anderen Teile wollte ich mal echt noch holen für die PlayStation 3. Ja. So, Halbzeit hier in dem Spiel. Dann gehen wir hier mal weiter. So, ich habe eine Auswechslung vorgenommen. Ich habe hier mal Süle rausgenommen, habe Lucas Hernandez reingemacht. Ich glaube zwar nicht, dass das irgendwas bringen tut, aber ich wollte einfach mal Hernandez eine Chance geben. Ja, der meckert ja auch mal, er bekäme zu wenig Spielpraxis. Aber wenn er sich anderen verletzt, was will er denn da spielen? Dann soll er mal gesund bleiben, dann kann er auch spielen. Das war. Boah. So, schön an dem bleiben. So, jetzt. Komm. Oh, Mann, ey. Werden die nochmal angreifen, richtig? Also, im Tor machen hier. Dann wird es nochmal enge. Wie gesagt, ich schätze mal ein 3-1. Im Real Life meine ich, nicht hier. Also, wenn ich hier ein 3-1 schaffe, dann wäre es auch super. Und wenn es dann 3-1 ausgeht im Real Life, wäre es natürlich noch geiler. Komm, lauf, Lewandowski, du kannst das. Boah, das war ja nix. Erstmal annehmen sollen, Komm an! Ja, er ist jetzt hier mit dem Heimtrikot. Mit dem neuen, mit Sané hinten drauf. Man kann sich ja nicht alle leisten. Es gibt ja noch das Auswärtstrikot, es gibt das Champions League Trikot. Champions League Auswärtstrikot. Ja. Und dann gibt es noch das Trikot für den Torwart. Ah, abseits. Verdammt. So, Sibir wechselt auch aus hier. So, wer kommt denn hier jetzt? Vasquez geht raus und Jordan. Ne, Jordan geht raus und Vasquez kommt. Oh, ein Wurf für mich. Also für uns. So eine gute Chance. Ach, im Real Life hätte es Lewandowski gemacht. Bestimmt. Wieder Einwurf. Komm, Flanken. Ach. Einwurf. Ich mache nur noch Einwürfe hier. Was soll denn das? Was ist jetzt los? Schon wieder abseits. Mensch. So. Direkt wieder den Ball erobern. Ja, mit FIFA Mobile wollte ich eigentlich in dem neuen auch wieder anfangen, aber ich weiß ja nicht, wann es rauskommt. Ich muss da mal schauen. Vielleicht weiß ja einer aus meiner Community, wann es rauskommt. Ich habe irgendwas gesehen von Dezember, also gelesen. Das stimmt, das wäre ja kacke. Dann wäre ja das normale FIFA ja schon, was weiß ich, wie lange draußen. Oktober, November, Dezember. Ja. Dann wäre ja FIFA voll im Vorteil. Ja.
Okay, also ja, die Transferphase ist ja auch noch offen bis 5. Oktober, glaube ich. Muss ein Wort geben. Wenn jetzt FIFA rauskommt, ich glaube, das kommt am 4. Oktober raus oder so ungefähr. Fernando. Dann, ja, dann fehlen hier wieder ein paar Gemeinsam bereinigt das ist eine Eingabe. Transfers, ein David paar Platz für neue. den Konter. Chance zum Konter ist erstmal weg. Weiter Ball Oh, für der war Messi. schön. Komm an. Komm an. Mann, du hast doch noch ein bisschen. Du bist doch viel schneller. Klasse. Schwacher Abschluss. Da hat Das der war mal Ball nicht saublöd vollends gespielt gereicht. hier. Ah, wo Mario spielst du denn Rui. hin, Schade. Junge, Junge, Kümmert sich Junge? dieses Spielverständnis. Also, Coman müsste hier eigentlich abgehen wie eine Rakete normalerweise. Der ist ja Lucio. ziemlich schnell. Ball bei Banega. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. So, Alaba hier kann hier klären. Kimmich gerettet. Kimmich hat ja jetzt auch eine andere Nummer. Der hat jetzt die Nummer 6 von Thiago bekommen. Noch sind sie hier knapp vorne, Buschi. Kurz deine Einschätzung. Was erwartest du von der Schlussphase? Bayern hat die knappe Führung. Aber wie lange Was noch? Das machst ist du die große denn? Frage. Es wird eng. Noch Das 10 Spiel Minuten spitzt sich Spielzeit. zu in der Schlussphase. Und Wahnsinn. dann haben wir Könnte ein Konter das geben. Orakel hier. Also 1-0, das ist ein bisschen mager, Lucio. finde ich. Vasquez. Schöner Spielaufbau jetzt. So, was machen Sie draus? Ich Jetzt könnte ihn haben noch wir das einmal Halbfeld. auswechseln, aber ach, jetzt lasse ich's. Jetzt lasse ich's. Kimmich. Lewandowski. Robert Lewandowski verfügt ja So. nicht nur über eine sehr feine Technik, sondern ist auch ein Goretzka. athletischer Stürmer. Er ist schnell, physisch stark, kann damit Segel sein und kann Ach. schießen. Da Sehr steht hier gut so ein geworden. Gegner Wieder gefährlich in der geworden. Schusslinie. Ich fasse es nicht. Roberto Carlos. Ja. 3 Minuten 16. Ich habe auch gelesen, dass Bayern Götze wieder zurückhaben oder zurückholen möchte. Da habe ich nur den Kopf geschüttelt. Ich hoffe nicht, dass sie das machen. Oder Werner Flick möchte Alonso. den haben. Ich Flanke. glaube es ja nicht, dass sie den jetzt Macht er wiederholen. gut hier. Klasse Ich glaube, Aufbauball. Rummenigge ist dagegen. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Aber dadurch, Die wo ja Thiago Nachspielzeit. weg Zwei ist Minuten. und Wir jetzt bald auch wollen noch jetzt Javi nicht mehr werden. Martinez, Der Ball soll jetzt zu Robert Lewandowski. So, alles Manu. geklärt nach dieser Eingabe. Martinez soll jetzt auch den Verein wechseln. Ja, alles Das ist schade. der Schlusspfiff. Da Ja. spielt es Und auch das nicht war mehr. das Orakel hier, 1 zu 0 Gewinnen Sie. ausgegangen. Mein Machen Tipp Sie ist ja sich immer noch gut. 3 zu 1. Spiel war. Selbstverständlich ist das Schreibt es Spiel in die zu Ende. Kommentare, Aber da was lernt ihr man nie denkt, wie das aus. Spiel Ein ausgehen wird. Vorstellungsspiel nimmt man immer gerne mit. Habt einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.